Okay. Und zwar, ich habe am Mittwoch im Internet bei Ombudsmann Wien Heimaufenthaltsgesetz reingeschrieben und habe nichts Konkretes gefunden, weil manche Begriffe wie Heimaufenthaltsgesetz durchgestrichen sind. Somit gibt es keine konkreten Suchergebnisse. Es könnte sein, dass ich mich verschrieben habe. Ich werde halt noch einmal reinschreiben. Eine menschliche Hilfe ist mir lieber, als im Internet herumzusuchen. Ich brauche hilfsbereite Menschen, die sich trauen, die eben auch Probleme kennen. Bis jetzt glaube ich, dass sie sich um diese Probleme nicht einmal gekümmert haben, sondern nur zugehört haben, statt mir zu helfen. Das ist mir aufgefallen. Das sollte mal geändert werden, zumindest im ersten Schritt. Ich brauche ein Zuhause, wo ich mein Leben nach meinem freien Willen entfalten kann. Meine Oma hat mir zu spät geholfen, während ich schwer krank war. Allerdings, die Schikane von Heim und WG glaubt meine Oma nicht, weil einfach die Betreuerinnen meine Oma verführt haben. Als ob, wenn es nichts wäre, quasi verschwiegen. Ich fühle mich von meiner Oma betrogen, weil sie das nie mitbekommen hat. Und ich setze mich auch mit meiner Oma zusammen, um sich über das Kinderheim kritisch auszutauschen. Allerdings wird das Thema immer wieder abgestritten bzw. abgelenkt. Zum Beispiel, ich sprach sie darauf an, dass ich ins Heim geschickt wurde. Sie meinte darauf, dass sie mich nicht ins Heim geschickt hatte und dass ich im Heim gut aufgehoben sei. Meine Oma glaubt auch, dass Schreibstrafen gut wären, wobei ich meistens nie selber schuld daran war. Ja, ich weiß auch, dass es gute Zeiten und gute Tanten gab. Die Schreibstrafen von Brigitte waren zwar schlimm, Brigitte ist eine Heimtante, waren zwar schlimm, allerdings wegen der Schuldvermutung wäre das nicht notwendig gewesen. Abgesehen von Schreibstrafen wäre die Brigitte nicht die schlimmste Tante gewesen. Ich würde freiwillig lesen und schreiben lernen. Die Straftaten wurden nicht beaufsichtigt. Darum wurden diese auch ihm in die Schuhe geschoben als Schuldvermutungen. Die Tante Brigitte hat nur physisch verbal bestraft. In der Schule war es auch nicht anders, weil meine damaligen Schulkollegen und Lehrerinnen mich auch schikaniert haben. Jetzt in meiner WG ist es für mich zwar nicht so hart, aber die Mitbestimmung in manchen Bereichen kann ich leider nicht mehr seit 2 Jahren durchführen. Ich fühle mich allein, weil ich keine gleichgesinnten Menschen in meiner WG habe. Das WG-Personal fühlt sich einfach kalt an, weil es keine menschliche, barmherzige Wärme gibt. Zum Beispiel die Betreuerinnen müssen sich an die Geschäftsregeln halten, sowie Dienstbuch eintragen, duschen und Essen eingeben. Dadurch gibt es auch keine bedingungslose Liebe zwischen den Bewohnern und Betreuerinnen. Physische Gewalt beim Verstoß einer bestimmten Regel ist möglich. Meine Wünsche wurden gestrichen und die benötigte menschliche Wärme kann ich seit 2 Jahren gar nicht mehr wahrnehmen. Ich habe Sehnsucht nach Liebe bzw. einer schikanenfreien Wohngemeinschaft. Diese Wohngemeinschaft gibt es leider nicht. Deswegen rufe ich sie auch, mir zu helfen, dass ich wieder menschliche Wärme wahrnehme, damit ich wieder mehr Zeit für mich habe. Soweit ich das verstehe, ist der Christian jedes Mal beim Ahmed, und damit er sich nicht alleine fühlt, und er bräuchte halt noch jemanden, der was ihm dabei hilflich ist, weil er auch Sachen zu erledigen hat und auch nicht mehr Zeit für sich selber hat und für seinen Bruder, schätze ich.
Und es wäre halt von Belangen, ob sich vielleicht irgendjemand meldet und mit den Leuten dort reden könnte und ihnen helfen könnte, wenn einer die Zeit dazu hat. Das von hinten ist noch mit dem Baum auch. Was geht noch? Okay. Und er will noch sagen, dass er eine Baustelle auch noch hat. Also dort, wo er wohnt, ist eine Baustelle. Und das hätte eigentlich schon seit einer Woche fertig sein sollen. Die machen aber dort noch immer Lärm. Er hat seiner Oma gesagt, aber sie hat keine Zeit für ihn, weil vor kurzem sein Stiefvater verstorben ist. Und diesen Donnerstag findet das Begräbnis statt von seinem Stiefvater. Dadurch muss er den Baulärm aushalten und er will schon woanders sein, wo er sich besser fühlt. Wie lange es dauern kann, weiß er leider nicht. Ich hoffe, dass das nächste Woche aufhört. Also falls irgendjemand von euch sich angesprochen fühlt und ihm helfen kann bzw. helfen möchte, dann bitte sprecht mit ihm. Okay? Das war's auch schon. Danke, danke fürs Zuhören.